Herzlich willkommen bei Börse-Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Ja, die Nachrichten, die sind ja unglaublich. Die Europawahl hat die Kurse nach unten gedrängt. Wenn ich das lese, dann denke ich nur, das glaube ich nicht, dass die Europawahl einen Einfluss auf Aktienkurse hat. Warum ich das glaube und warum ich glaube, dass wir mit Rücksetzern im Juni noch rechnen müssen, das erfahren Sie gleich nach dem Intro mit einer Analyse, die ganz, ganz wichtige Indikatoren untersucht. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst mal den globalen Aktienmarkt an, anhand des Stocks Global 1800 aufgepasst in Euro. Dann sehen wir, dass wir hier einen schönen Aufwärtstrend haben und auch die 200-Tage-Linie zeigt hier nach oben, schöner Aufwärtstrend. Jetzt gucken wir mal, wir scrollen das nach oben. Also Aufwärtstrend heißt immer, ne, die Hochs werden immer höher, wir haben All-Time-Highs und die Tiefs werden auch immer höher. Also ein ganz klarer Aufwärtstrend, ganz ungebrochen. Deswegen schon mal nicht zu verstehen, warum diese Nachrichten da so Börse schockiert über Europawahl. Also da war kein Mensch schockiert. Vor allem, weil die Europawahl ja für Börsianer gut ausgefallen ist. Aber gleich mehr dazu, besonders am Ende des Videos, verrate ich Ihnen noch, warum die Kurse wirklich gesunken sind. Kurz nach der Wahl, hat mit der Wahl nichts zu tun. So, wir schauen uns aber trotzdem hier mal an, wann war die Wahl. Hier unten haben wir den 6.6. am Wochenende. 7.6. und der nächste Börsentag war dann der 10.6. hier und dann sind die Kurse hier nicht merklich nach unten gegangen am globalen Aktienmarkt, aber bitte aufpassen, das ist in Euro. Der Umrechnungskurs wird hier natürlich verfälscht, den Blick. So, also da sehen wir schon mal, also da gibt es überhaupt nichts von Alarmzustand und Schock. Ja, das sind hier die Kurse im April stärker gefallen, da hat keiner von Schock gesprochen. Aber der globale Aktienmarkt ist hier unberührt von der Europawahl. Schauen wir uns aber den europäischen Aktienindex an. Auch da sieht es nicht anders aus. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, ungebremst. Ja, jetzt seit Mitte Mai sehen wir hier eher eine Seitwärtsbewegung in Europa. Und ich sage Ihnen ja schon seit Ende Mai und seit Anfang Juni, sage ich schon immer, wir haben saisonal jetzt eine schwierige Zeit. Wahrscheinlich würde Juni eher ein bisschen holprig werden, kommen die Kurse zurück. Also der saisonale Einfluss auf den Juni, der ist wesentlich höher als die Europawahl. Wenn Sie es interessiert, verlinke ich Ihnen hier das Video zur Saisonalität im Juni. Können Sie sich darüber informieren. Ansonsten, was wir hier auch noch schön sehen können anhand der Kurve, ist, dass der Stocks 600 Equal Weighted, wo die kleinen Aktiengesellschaften mehr Einfluss auf den Kurs haben, jetzt fallen. Das ist auch ein Index oder sage ich mal ein Indiz dafür, dass wir jetzt im Juni eher auf ein bisschen holprige Rückgänge mal wieder erwarten müssen. Also es wird jetzt nicht so schnell bergauf gehen. So zumindest die Interpretation. Wenn die kleinen praktisch schon fallen und die großen ihre Kurse noch halten, dann heißt es, die Anleger werden vorsichtiger. So zumindest am europäischen Aktienmarkt. Jetzt schauen wir uns noch die Wahl an. 6.6., das war der Freitag vorher, der 10.6. Okay, da sind die Kurse tatsächlich runtergegangen, aber das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Also das ist eine normale Tagesschwankung, sage ich mal. Und bis hier runter war es jetzt von 14.2 auf 12.6, also nicht mal 2% runter. Also da kann man nicht mit von Schockierung reden, haben die Kurse halt wegen nachgegeben. Aber wie gesagt, nicht die Europawahl war der Grund, das schauen wir uns am Ende des Videos noch an. So, dann schauen wir uns noch ganz wichtig natürlich den S&P 500 an. Der S&P 500, der war überhaupt nicht beeindruckt von der Wahl. Im Gegenteil, die Kurse sind gestiegen, also ein kleiner Rückgang und dann wieder gestiegen. Wir haben ja auch eine Unterstützungslinie, falls die Kurse zurückkommen. Also deswegen erwarte ich zwar einen holprigen Juni, auch anhand der Saisonalität, aber wir haben relativ schnell Unterstützungslinien. Das heißt, wenn die Kurse hier fallen sollten, um ein paar Prozent diese Linie treffen, dann würden Investoren einsteigen und kaufen. Und hier sowieso, wenn es so weit fällt. Was wir noch sehen können, und das ist ganz interessant, wir haben da schon ein paar Zeichen, die nicht so günstig sind. Wir haben hier steigende Kurse und fallende Volumen. Wenn wir mal hier gucken,
Hier unten gehen die Volumen runter, oben steigen die Kurse. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Also wenn die Volumen runtergehen in die andere Richtung und die Kurse steigen noch, dann bedeutet es oft, dass die Kurse dann nachgeben und nach unten kommen. Ja, das kann auch schon ein Zeichen gewesen sein, dass es hier dann runtergeht. Und auch hier haben wir gemischte Zeichen. Das heißt, wir haben Märkte, da gehen die Kurse runter und das Volumen geht hoch. Das ist auch wieder ein Zeichen für eine Trendwende. Also deswegen ist das hier aufgelöst und hier ist wieder ein Zeichen, dass die Kurse eher steigen. Wir sehen hier eben deswegen die Unterstützungslinie, wenn Sie hier den Tiefpunkt angucken, wenn der erreicht ist hier, dieser Punkt, dann sind große Investoren eingestiegen mit großen Volumen. Und dann haben wir allerdings wieder das Zeichen, die Kurse steigen weiter, aber die Volumen fallen hier unten ab. Ja, das schauen wir uns noch genauer an. Und zwar schauen wir uns den Angst und Gier Index an. Da ist er. Der ist im Moment auf neutral. Schauen wir da mal schnell rein. Nicht so alle Details, aber hier haben wir schon mal gesehen, ja, die anhand der Kurse ziemlich weit weg von der 200-Tage-Linie, aber auch von der 125-Tage-Linie. Das ist eher auch ein Zeichen für einen Rücksetzer. Normalerweise geht es nicht so weit weg. Das ist immer so eine Spanne. Dann haben wir Stock Price Strength. Wir haben im Moment, also wie viele Aktien steigen? Also der S&P 500 steigt. Dann ist die Frage, wie viel steigen denn? Wie viel sind verantwortlich für den Anstieg? Und es ist nicht mehr der breite Markt. Vor einem Monat oder vielleicht vor 2 Wochen war es so, dass tatsächlich fast 80% der Aktien gestiegen sind mit steigenden Kursen. Und jetzt haben wir noch 62% die steigen. Das ist immer noch mehr als die Hälfte, aber 40% fallen. Also diese Änderung, dass immer weniger Aktien steigen, das ist auch ein Warnzeichen. Das wird hier als extreme Angst, würde ich jetzt nicht ganz so sagen, aber es ist schon mal ein Warnzeichen. Stock Price Strength, das Volumen, die Volumina gehen hier zurück. Das ist hier eine andere Berechnung. Da sieht man es ein bisschen schöner als die Volumen direkt im S&P 500. Da sieht man, dass die Volumen langsam fallen und das bei steigenden Kursen. Das bedeutet Angst. Put-Call-Ratio heißt also praktisch, wie viele Leute setzen gegen den Markt, also kaufen Optionen, die auf fallende Märkte setzen und wie viele Optionen, die auf steigende Märkte setzen. Bei 0,7 heißt es, dass viel mehr Optimisten am Markt sind, die Optionen kaufen, die bei steigenden Märkten profitieren. Das ist auch immer ein ganz guter Indikator, ein Risikopuffer, weil diese Optionen ja auch irgendwann eingelöst werden oder nicht und dann auch eventuell, je nachdem, also 20% der Optionen werden ja echt eingelöst und dann den Markt auch beeinflussen. Deswegen ist das ein wichtiger Indikator. Der steht bei 0,7. Das würde ich jetzt nicht als extrem gierig sein. Der ist normal immer zwischen 0,7 und 0,9 rum. Aber wenn es weiter runter geht, dann sehe ich das auch so, dass der Optimismus etwas groß ist. Und wenn er zu groß ist, dann ist auch die Gefahr, dass die Kurse fallen. Ja, dann haben wir die Volatilität. Die ist im neutralen Bereich. Das ist okay. Safe Haven Demand ist auch, zeigt auch eher Angst an. Also man muss so 2% Zinsen kriegt man. 2% hat man jetzt mehr bekommen am Aktienmarkt als beim Festzins. Und dann haben wir den Junkbond-Demand, ist auch neutral. Also das passt soweit. Interessant ist die Umfrageergebnisse in den USA. Warum USA? Da steckt einfach viel mehr Geld. Die haben viel mehr Einfluss auf die Kurse. Deswegen, wenn Europa fällt, dann ist es oft Amerika, die die Kurse beeinflussen, nicht die Europäer. Wir haben zu wenig Masse an den Börsen. Natürlich haben wir einen Einfluss, also ungefähr die Hälfte des Volumens haben wir hier in Europa an Handel wie in den USA. Es ist schon auch was, aber sag ich mal, wenn die Amerikaner auf den Knopf drücken und große Vermögensverwalter sagen, Europa oder der Aktienmarkt ist nicht gut, dann gehen die erstmal aus Europa raus, bevor sie ihre amerikanischen Aktien verkaufen. Das sollte man wissen. So, die Umfrage hat ergeben, also gestern war die am 12. 44,8% sind optimistisch, dass die Kurse in den nächsten 6 Monaten steigen und nur 25,7% glauben, dass sie fallen. Ja, das ist ja ähnlich wie die Optionsscheine. Das ist ganz gut, wenn die Umfrage und die Optionsscheine in die gleiche Richtung gehen, dann heißt es, dass die Befragten auch das tun, was sie sagen. Sehr, sehr optimistisch, mir fast ein bisschen zu optimistisch. Das ist für mich ein Kontraindikator. Wenn alle zu gut gelaunt sind, dann geht der
dann ist die Gefahr, dass die Kurse zurückgehen, dann schon größer. Dann schauen wir uns noch an, jetzt kommt der wichtige Punkt, warum sind die Kurse denn gefallen? Stark sind sie ja nicht gefallen, weil, schauen Sie, die amerikanischen Investoren, große Fondsmanager, Hedgefondsmanager und, also es sind ganz, ganz viele, haben ihre Aktienquote von einer in die nächste Woche von 92 auf 86, auf 68% reduziert. Ja, das sind 24% Aktien verkauft und in Cash gegangen, um abzuwarten, weil da viele doch denken, dass die Kurse runtergehen werden, hat wahrscheinlich eher mit der EZB zu tun, auf jeden Fall nicht mit der Europawahl. Dafür sind die Kurse aber relativ wenig gesunken. Ja, wir sehen, dass es hat diese Bewegung hier ausgemacht am S&P 500 und eine kleine Bewegung auch am Eurostoxx und so weiter. Also das ist der große Grund. Amerikanische Vermögensverwalter, amerikanische Anleger, Hedgefondsmanager und so weiter waren der Meinung, dass der Aktienmarkt jetzt eher schwierig wird, bis die Jahresbilanzen rauskommen zumindest. Also jetzt im Juni, so wie ich das ja auch glaube, dass der Juni eher ein bisschen schwierig wird bis Ende des Monats, und sie haben ihre Aktienquote verringert. Das war der Grund, warum die Kurse gesunken sind. Aber die Wahl war es sicher nicht. Okay, also diese Panikmache, was die Medien ja gern möchten, lassen Sie sich da nicht beeinflussen. Der Markt hat da seine ganz eigenen Gesetze und die lesen in der Regel nicht, was hier in Europa, sage ich mal, kursiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei? Da wird es spannend. Wir werden bald wieder die Fundamentaldaten analysieren. Und es bleibt spannend, wie der Juni wird. Ich glaube, eher ein bisschen verhalten. Kein Grund, gleich panisch zu werden oder zu verkaufen. Das sicher nicht. Aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn die Kurse jetzt nicht gleich wieder anziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Ihr Thomas Fuchs.